Glück auf, Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich habe richtig gute Laune und ich habe ein richtig geiles Thema für euch mit, beziehungsweise ist es eine kleine Real-Life-Story. Bevor ich dazu komme, erst einmal was zu dem Gameplay, weil das auch mega geil ist. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund ein 109:9. Leute, ich sag einfach nur Blackie Style, ihr wisst Bescheid. Was ich noch kurz sagen wollte, und zwar das letzte Video ist auch relativ gut angekommen, dafür erstmal danke. Wenn ihr mehr so Real-Life-Stories von mir hören wollt, weil ich habe wirklich einiges erlebt, ich bin ja mittlerweile auch 25, ich war nicht immer der liebe Blackie, so wie ich es jetzt bin, und ich musste wirklich viel Scheiße miterleben und selber auch durchmachen, und wenn ihr darauf einfach mal Bock habt, dass ich hier und da mal so eine Real-Life-Story erzähle, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare Real-Life oder Hashtag Real-Life, und wenn es genug Kommentare mit dem Wort gibt, werde ich hier und da auf jeden Fall meine Real-Life-Story einbauen. Ob ich das Ganze natürlich dann wiedergeben kann, weiß ich noch nicht genau, aber ich denke schon, dass ich das einigermaßen gut rüberbringen kann. Ich habe heute auch eine Real-Life-Story. Wie ihr vielleicht schon in der Überschrift lesen konntet, ist dieser Tag zwar mein größter Pechtag gewesen, aber auch zugleich mein größter Glückstag. Was ist genau passiert? Wir wissen erstmal 5 Jahre wieder zurück. Ich war ungefähr 20, war damals noch bei der Bundeswehr in Aachen stationiert. Also wir waren alle 3 Monate woanders, aber da waren wir gerade in Aachen. Und ich hatte gerade meine Freundin kennengelernt, also meine jetzige Freundin. Wir waren damals noch nicht so richtig zusammen, sondern wir haben halt gesagt, komm, wir schauen mal, ob es passt und so weiter. Also war eigentlich alles relativ chillig. Und ich bin damals nach Aachen mit dem Motorrad gefahren, also 800 Kilometer mit dem Motorrad auf einer Rennmaschine. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie mir der Arsch wehgetan hat, nicht nur der Arsch, auch die Eier. Ich bin rumgelaufen, als hätte ich irgendwelche Windeln dran gehabt. Also auf jeden Fall total lustig gewesen, aber es ging und es hat auf jeden Fall mir auch Spaß gemacht, weil ich echt so ein richtig leidenschaftlicher Motorradfahrer bin. Ich wollte dann das Wochenende zu meiner Freundin fahren mit dem Motorrad, weil wir mal einen Motorradausflug machen wollten, weil sie halt einfach mal wissen wollte, wie das ist, als Beifahrer auf dem Motorrad mitzufahren. Ja, und deshalb war ich halt mit dem Motorrad in Aachen, wie gesagt. Ja, es war dann irgendwann, ich glaube, dienstags oder mittwochs, war Dienstschluss, also 16.30 Uhr. Es war richtig schön warm und da dachte ich mir, okay, komm, machst du noch einen Motorradausflug. Hab so alles angezogen, also auch die komplette Lederkombi, und bin dann halt auf meinem Motorrad und bin halt losgefahren. So, und es war noch nicht 1 Kilometer nach dem Kasernentor, bin ich durch so ein Stück Wald gefahren. Ist so eine richtig geile Motorradstrecke eigentlich gewesen mit einigen Kurven. Also hat richtig Spaß gemacht, dort lang zu fahren. Ging so ein bisschen durch den Wald, also alles total chillig soweit. Und ich fahre halt da lang. Ich war zum Glück nicht schnell, weil ich die Strecke noch nicht gut kannte. Und da fahre ich sowieso immer ein bisschen langsamer. Und ich fahre um eine Rechtskurve und auf einmal, Leute, läuft irgendwas Schwarzes. Ich weiß bis heute nicht, was es gewesen ist, über die Straße. Und ich konnte mich entscheiden, entweder ich fahre über das Tier drüber, mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich über den Lenker absteige, oder ich weiche aus. Da ich aber schon mit 12 das erste Mal ein Motorrad gefahren bin, also wirklich viel Erfahrung hatte, auch Fahrsicherheitstraining und so weiter schon gemacht hatte, bin ich dann halt ausgewichen. Das hat auch geklappt, also ich habe das Tier nicht erwischt. Da war aber das Problem, dass schon Gegenverkehr kam. Also es kam mir halt ein Auto entgegen und ich musste wieder rüber auf meine Spur. Problem war aber, die Straße war minimal kaputt. Und genau an der Stelle, wo ich wieder auf meiner Fahrbahn wollte, war ein ziemlich großer Riss im Asphalt. Also ihr müsst euch das vorstellen, das war wirklich ein Riss, wo komplett der Beton gefehlt hat. Und ich bin mit dem Hinterrad dort reingekommen und da ist mir mein Hinterrad weggerutscht. Und da ist mein Hinterrad dann wirklich so neben mir, also das stand wirklich fast neben mir. Ich bin so leicht ausgehebelt, also ich war nicht mehr mit dem Arsch auf der Sitzbank. Und dachte schon, okay, jetzt knallt's. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es gemacht habe. Es hat aber auf jeden Fall geklappt. Konnte ich meinen Heck abfangen und habe es wieder gerade bekommen. Problem war, dass dann schon wieder die nächste Kurve kam. Und ich noch überhaupt keine Zeit hatte, irgendwie zu bremsen oder sonst was. Und ihr wisst ja, in den meisten Kurven gibt es ja diese Kurvenschilder. Und ich bin dann halt natürlich ungebremst, also es wird ungefähr 60 gewesen sein, nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, also alles, was jetzt gleich kommt, wurde mir gesagt. Ich selber kann mich leider bis heute an nichts erinnern. Auf jeden Fall kam halt dieses Kurvenschild und ich bin halt ungebremst gegen dieses Kurvenschild. Bin über den Lenker abgestiegen, also wurde mir gesagt, dass ich über den Lenker abgestiegen bin. Und dann ging es da so ein bisschen den Hang runter und dann bin ich den Hang halt runtergestürzt, also runtergerollt, weiß was ich. Und dann kam das Motorrad, also das Motorrad muss ich irgendwie mit dem Verkehrsschild verkeilt haben, denn dann kam das Motorrad hinterher und das komplette Straßenschild mit Betonangerung. Also müsst ihr euch dann vorstellen, dieses Verkehrsschild hat wirklich so einen großen Betonsockel unten dran, wo das halt eingegossen wird, und das war komplett rausgerissen. Naja, das Ende vom Lied war, ich bin halt den Hang da runtergestürzt, das Motorrad hinterher, das Verkehrsschild hinterher. Und als ich wieder aufgewacht bin,
Also, so wurde es mir zumindest gesagt. Wie gesagt, ich kann mich echt nicht dran erinnern. Das war jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Aber ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall kamen dann halt Passanten. Und die haben mir halt gesagt, ich bin wieder aufgewacht. Und dann lag das Motorrad ungefähr 10, 15 Meter weiter weg von mir im Wald. Und das Erste, was ich gemacht hätte, nachdem ich wieder aufgestanden bin, ich habe angefangen, meine Motorradteile zu sammeln. Also alles, was da irgendwie rumlag, habe ich versucht aufzuheben und bin halt Richtung Motorrad geeiert. Man kann es halt wirklich nur Eier nennen, weil richtig laufen, hat er gesagt, konnte ich nicht. Und dann ist der Typ mir halt hinterhergerannt, hat gefragt, ob irgendwie alles okay ist. Und ich hätte zu ihm gesagt, ja, alles okay, kein Problem. Beim Motorrad sind bestimmt nur ein paar Kratzer oder die Verkleidung kaputt. Ich schieb die jetzt raus und fahr weiter. Und dann wäre ich irgendwie Richtung mein Motorrad gelaufen. Er hat in der Zwischenzeit schon den Krankenwagen angerufen gehabt. Und ja, dann wollte ich irgendwie das Motorrad aufheben. Und während ich mich aufs Motorrad oder zum Motorrad runtergebückt habe, bin ich dann irgendwie nochmal zusammengebrochen und lag dann halt auf dem Motorrad mit meinen Motorradteilen, die ich bis dahin gesammelt hatte, halt auf meinem Motorrad. Und dann kam halt der Krankenwagen. Ich weiß dann, dass ich nochmal kurz im Krankenwagen aufgewacht bin, weil die Ärzte mich dann halt auch gefragt haben, ob ich Ausweis und so weiter was dabei habe, wo ich versichert bin, und haben mich nach meinem Namen gefragt. Und ich habe zu denen gesagt, mein Name ist Marco und ich bin bei der AOK versichert. Ich heiße aber gar nicht Marco und ich war auch nicht bei der AOK versichert, weil ich war ja bei der Bundeswehr. Also ich stand da wirklich so neben mir. Ich kann mich da auch wirklich bloß noch an diesen Moment erinnern, dass sie mich halt was gefragt haben, was ich geantwortet habe, weiß ich nicht mehr, wurde mir dann halt auch erzählt. Und dann bin ich als Nächstes wieder im Krankenhaus aufgewacht. Ja, und dann kam halt die, ich lag dann halt auf Intensivstation und dann kam die Chefärztin zu mir und hat halt gesagt, ich hatte nicht nur einen Schutzengel, sondern mehrere Schutzengel, denn ich wäre fast tot gewesen. Also fällt mir immer ein bisschen schwer, das zu sagen, weil wenn man wirklich mal in so einer Situation gewesen ist, wo man, ist es nicht immer einfach, darüber zu erzählen. Aber auf jeden Fall war es halt so, dass ich echt dem Tod echt knapp entkommen bin. Ich habe es dann mehr oder weniger überlebt durch diesen Passant, der mich dann auch im Krankenhaus besucht hat, dass der gleich Krankenwagen, Polizei und so weiter angerufen hat. Und ich hatte halt einen Riss in der Milz, es waren einige innere Verletzungen, ich hatte einige Brüche und so weiter. Und ich kann halt auch von Glück reden, dass ich an dem Tag meine komplette Lederkombi anhab, weil die hat den Rest geschützt gehabt. Ja, und dann lag ich dann halt auf Intensivstation. Problem war halt, ich wollte ja eigentlich zu meiner Freundin. Was sage ich ihr jetzt? Sie haben mich ja alle versucht anzurufen. Ich lag ja 3 Tage auf Intensivstation. 1,5 Tage war ich überhaupt nicht bei Bewusstsein. Und als ich dann mein Handy wiederbekommen habe, hatte ich natürlich erstmal 100 Nachrichten und Anrufe drauf. Und unter anderem halt auch von meiner jetzigen Freundin. Und ja, ich wusste dann halt nicht, was ich ihr sagen sollte. Und während ich überlegt habe, ging mein Handy und sie hat wieder angerufen. Ich bin halt rangegangen und habe ihr halt gesagt, ja, dass es am Wochenende nichts wird, ich nicht kommen kann. Und dann war es natürlich erstmal übelst sauer und hat dann halt gesagt, ja, du bist genauso ein Penner wie die anderen, einmal Spaß haben und dann sich wieder verpissen und so weiter. Und dann habe ich halt einfach gesagt, dass ich einen Motorradunfall hatte. Und was dann passiert ist, hat mir einfach gezeigt, dass sie wirklich die richtige Person an meiner Seite ist. Und zwar, sie hatte schon Arbeitsschluss, ist direkt auf Arbeit gefahren, hat sie ihrem Chef gesagt, sie braucht jetzt 2 oder 3 Tage frei. Da hat der Chef gesagt, nee, geht nicht. Und dann hat sie gesagt, ist mir egal, dann muss ich halt kündigen, wenn es mir jetzt nicht freigibt. Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn los mit Ihnen? Und dann hat sie halt gesagt, dass ich im Krankenhaus liege, dass er da hinfahren will. Das waren immerhin nur 400 Kilometer bis zu mir, wo ich im Krankenhaus lag. Und ja, sie kam dann halt wieder zurück, hat natürlich Urlaub bekommen, hat ihr Zeug gepackt und alles stehen und liegen gelassen. Und ist halt die 400 Kilometer zu mir ins Krankenhaus gefahren. Hat dann auch das ganze Wochenende da in einem Hotel gepennt, dass sie mich halt jeden Tag besuchen konnte, mich ja pflegen konnte und so weiter. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann für mich beschlossen, dass es die Partnerin ist, mit der ich wahrscheinlich auch alt werden will. Weil wer macht es schon mal, kennt sich gerade erst. Es sind wirklich viele Kilometer dazwischen gewesen. Und sie hat eigentlich wirklich alles stehen und liegen gelassen. Sie hätte am liebsten ihren Job noch liegen gelassen, auf Deutsch gesagt, bloß, dass sie mich sehen kann. Sie musste im Hotel pennen, hatte einen Haufen Kosten, nicht nur die Spritzen und wie gesagt Essen, Hotel und so weiter. Und das einfach bloß, um mich zu sehen, ob es mir gut geht, um ja mir, keine Ahnung, was zu essen, was zu trinken und so weiter zu bringen. Und ja, das war einfach wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, die ist es und genau die soll es bleiben. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch mit meinen Eltern telefoniert. Die sind dann auch nach Aachen gekommen, wo ich halt im Krankenhaus lag. Und hatten einen Hänger mit, dass sie das Motorrad mitholen konnten, weil das ja der absolute Obergau ist. Und zwar, ich hatte ja diesen Unfall. Ich musste bezahlen 100 Euro für die Straße säubern, obwohl ich ja nicht meine Bremsspur gemacht habe. Ich musste bezahlen 250 Euro das Verkehrsschild. 250 Euro für diesen Scheißbau, wo mein Motorrad dagegen geknallt ist. 150 Euro fürs Abschleppen.
Und pro Tag, also das war ungefähr eine Woche, wo das Motorrad dort bei dem Abschleppdienst stand, musste ich fast 50 Euro zahlen, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe 1000 Glocken hinlegen müssen für diesen beschissenen Scheißtag, wo ich fast noch draufgegangen wäre. Bloß wegen irgend so einem, ja, Tier, was mir da über den Weg gelaufen ist. Und weil die Stadt es nicht geschafft hat, diese Straße da zu reparieren oder was weiß ich. Weil ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass das schon relativ lange so kaputt gewesen ist. Ja, und wie gesagt, meine Eltern kamen und haben das Motorrad geholt. Und als ich das Motorrad gesehen habe, dachte ich mir, Leute, oh mein Gott, dass du das überlebt hast. Motorrad war total Schaden. Und auch alle anderen haben halt gesagt, wo sie das Motorrad gesehen haben, wie du eigentlich so glimpflich noch davon gekommen bist, ist ein Wunder. Normalerweise, wenn die Motorräder so aussehen, sind die meisten auf jeden Fall tot. Und das hat mir dann auch so ein bisschen zu denken gegeben. Ich bin natürlich dann direkt, als ich aus dem Krankenhaus raus bin und wieder daheim war, bin ich mit Krücken und Verbänden und so weiter, bin ich zu meinem Motorradhändler gegangen, habe gesagt, hier, ich brauche ein neues Motorrad, ich kann einfach nicht ohne, ich fahre auch jetzt wieder so wie früher halt, es hat sich nie was verändert, das ist einfach meine Leidenschaft. Aber auf jeden Fall ist mir da klar geworden, dass halt meine Freundin, die ich damals halt kennengelernt habe, mein absoluter Glücksfall war und demzufolge auch mein Glückstag, weil ab dann sind wir eigentlich richtig zusammengekommen, also ein Paar gewesen. Und so war halt mein größter Pechtag auch mein größter Glückstag. Und ja, es ist eigentlich ziemlich krass, wenn ich immer mal wieder an die Zeit da zurückdenke, die ich da durchmachen musste. Ich hatte dann noch eine Fehlbehandlung vom Krankenhaus und daraufhin wurde ich dann auch bei der Bundeswehr ausgemustert, weil ich die Auslandseignung nicht mehr bekommen hatte. Also es waren noch viele Sachen wie so ein Rattenschwanz, was sich dann hinten rausgezogen hat. Aber auf jeden Fall ein richtig krasses Erlebnis gewesen. Und ich wünsche das natürlich niemand, dass man irgendwie so einen Unfall durchmachen muss. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal so viel Glück gehabt, dann könnt ihr es mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben. So Geschichten interessieren mich auf jeden Fall. Ja, Leute, das war halt wie gesagt mein größter Pechtag, aber zugleich auch mein größter Glückstag, denn ich bin jetzt mega glücklich, ich fühle mich einfach wohl, so wie jetzt alles ist und ich kann mich auch nicht beklagen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat, dazu zu hören, euch mal die Geschichte von mir, was da halt passiert ist, anzuhören. Und ansonsten soll es jetzt auch gewesen sein, ich denke, es war lang genug. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus.